So, heute haben wir den 31. Dezember 2017 und starten uns Info, Kurzansprache zum neuen Jahr, Kriegsjahr 2018. Warum? Der Weltkrieg ist ja nicht beendet. Und hier geht es jetzt ganz eindeutig nochmal als Signal, Freiheitskampf der germanischen Stämme in Deutschland, sprich in Europa, für ihre Souveränität, also das heißt Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und für den Frieden in der Welt mit allen anderen Völkern. Das ist der Hintergrund, um den es hier geht. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht, mit sehr vielen Ereignissen. Wir wurden sehr schwer bekämpft. Das heißt, man hat also alles versucht, uns niederzuwerfen mit verschiedensten Sachen, interdisziplinären und sonstigen Angriffen. Wir haben festgestellt, dass der sogenannte, dass also dieser Staat, der uns hier attackiert oder was auch immer dieses System sein möchte, dass dieses System oder wie auch immer so mangelhaft und so defekt ist, dass es nicht mehr haltbar ist. Es ist also ein dermaßen mangelhaft und defektes System, dass die Opposition, die außerparlamentarische Opposition notwendig geworden ist und die dann feststellt, dass das eben nicht mehr so tragbar ist in der gesamten Welt. Das geht überhaupt nicht mehr, dass mitten im Zentrum von Europa solche Zustände herrschen, wie sie hier halt in Deutschland herrschen. Das ist untragbar und die Verantwortlichen, die für die ordnungsgemäße Verwaltung dieses Landes, sprich Deutschland, verantwortlich sind, haben auf ganzer Linie und zwar dauerhaft versagt. In jeder Hinsicht. Das bedeutet wiederum, dass die außerparlamentarische Opposition in dem Fall einen Machtwechsel anstreben muss, weil es gar nicht anders geht. Weil wenn die Vertreter nicht mehr in der Lage sind, das Land ordnungsgemäß zu verwalten, Schaden auf die Gefolgschaft auszuüben, sprich den deutschen Völkern, das ist die Gefolgschaft, also gegen die Gefolgschaft zu handeln, dann muss ein Machtwechsel herbeigeführt werden. Dann geht es darum, dass ein Systemwechsel notwendig ist, dass ein mangelhaftes, komplett marodes und defektes System gehen muss. Anders ist es nicht möglich. So, und hier geht es nicht nur um 70 Jahre von irgendeiner Fremdverwaltung oder irgendeiner Besatzung, sondern es geht hierbei um Jahrhunderte oder Jahrtausende alter Kampf der germanischen Stämme gegen eine römische Fremdbesatzung oder was auch immer, Fremdverwaltung oder Fremdbestimmung. Das ist eine ganz einfache Sache. So, und es reicht nur aus in ein Land, wenn wenige das erkennen, Vertreter der sogenannten Völker oder des Volkes, die in dem Land sich befinden und die erkennen, dass das schief ist, dann ist schon das notwendig oder dann ergibt es sich von allein, dass es zu einem Systemwechsel, zu einem Führungswechsel kommt. Hier wird nicht nur eine Führung ausgetauscht, hier wird ein System letztendlich notwendig, dass das System beendet wird und durch ein neues, reformiertes, fortschrittliches, friedensförderndes System ersetzt wird. Dieses System ist auf keinen Fall mehr tragbar, weil es kriegsfördernd ist und wir wollen ein friedensförderndes System. In jeder Art und Weise. Wir wollen keinen Krieg mehr, wir wollen die Auseinandersetzung nicht mehr. Es reicht. Und es ist uns völlig egal und auch völlig wurscht, ob das andere Leute noch für gut befinden oder ignorant weiterführen aus niederen, kommerziellen, gewinnorientierten Beweggründen. Das spielt für uns keine Rolle. Wenn eine Opposition nicht geht, und das tut sie nicht, und eine Opposition da ist, dann wird es kommen, dass es automatisch zu einem Machtwechsel und zu einem Sieg dieser Opposition kommt. Das kann man in den sogenannten Handbüchern oder entsprechenden Dossiers des amerikanischen Geheimdienstes eindeutig feststellen, dass dort eben entsprechend diese entsprechenden Ausarbeitungen existieren. Und dadurch, dass Staatenlustinfo stabil ist, stabil die Entnazifizierung der Deutschen gemäß Grundgesetz Artikel 139 und die Verfassungsumsetzung in freier Selbstbestimmung der deutschen Völker und keinen anderen, Artikel 146 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland einfordert und das stabil und nicht nur einfordert, sondern bereits beginnend
seit 2013 ungefähr, in die Tat umzusetzen, indem immer mehr Menschen die Entnazifizierung zur hohen Hand, zu den alliierten Kriegssiegern, sprich in Moskau, stellvertretend für die alliierten Siegermächte einreichen. Und dann nützen keine interdisziplinären Sabotage, Angriffe und sonstige Dinge mehr. Die Opposition, die Veränderung in Europa, in Deutschland ist unaufhaltsam. Und das ist die volle und reine Wahrheit. Und wir wollen das Gute. Und die Leute, die uns bekämpfen, die haben sich automatisch auf die Seite des Bösen, des Satanischen, der Zerstörung und des Krieges gestellt. Und gegen den Schöpfer, gegen Gott. Das ist unsere Botschaft. Und es gibt keine Diskussion mehr in dieser Partygesellschaft, es in der deutschen. Es gibt nur noch eine Entscheidung. Entweder für Gott, für den Schöpfer, für den Krieg, für den Frieden, für das Gute, für alles Schöne oder für die Tod, Zerstörung, für den Krieg, für das Negative. Nur diese Entscheidung bleibt für jeden Menschen einzeln in Deutschland. Und wenn jeder Mensch sich entscheidet, ob durch Schweigen, durch Mitmachen oder durch Aktivität, dann hat er seine Entscheidung für seine Seele gefällt. Ja? Und wenn wir über die Seele reden, dann zitieren wir heute nochmal die Zeit, die gerade einen Artikel gebracht hat. Und die Zeit bringt immer wieder sehr gute Zeitungsbeiträge in der letzten Zeit, die gerade an den Thematiken von Staatenlos Info der Opposition angelehnt sind. Und da geht es jetzt um die Feststellung, dass der Mensch eine Seele hat. Ja, und dass der Mensch nicht ein seelenloses biologisches Funktionsmaschinchen für die Gleichschaltung von Faschisten ist. So, das nochmal der Hinweis. So, im nächsten Jahr hoffen wir, nicht nur hoffen wir, müssen wir und werden wir diesen ewigen Krieg beenden. Wir werden diesen Krieg beenden. Wir werden Frieden schaffen, wir werden das System ändern. Wir fordern euch auf, schließt euch jetzt endlich der Opposition an. Schließt euch einfach an. Menschen, ob links, ob rechts, aller Schattierungen, aller Neigung, aller Völker, schließt euch an. Das ist alles. Das ist die Botschaft für das neue Jahr. Nicht mehr kreiseln in den Auswirkungen, nicht mehr diskutieren, nicht mehr hin und her. Und eventuell könnte ich dies oder könnte ich das. Es ist ein klares Heimat- und Friedensprogramm, eine klare Programmierung zur Befreiung der deutschen und europäischen Völker für den Frieden, für die Zukunft. Einfach nur lesen, liest es klar im Vorteil. Und dann anschließend, bildet in allen euren Städten Mahnwachen, stellt euch einmal in der Woche, ein einziger Tag, mal eine Stunde vor das Rathaus, geht nach außen, klappt die Rechner zusammen, geht nach außen, teilt staatenlos Infobeiträge, bis der Arzt kommt, durchbrecht die Blockaden in den sozialen Netzwerken, die über die Geheimdienste gemacht worden sind, brecht sie auf und bringt das System, bringt dieses satanische System zur Veränderung, in den Frieden und in die Güte, in die Liebe. Dankeschön.